Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. Dieses Mal geht es um den ersten Teil der Normalform. Ich möchte euch heute die Negationsnormalform zeigen. Also ich schreibe es gerade mal auf, Normalform. Und dazu möchte ich heute als erstes die Negationsnormalform mit euch machen. Die Negationsnormalform ist eigentlich relativ simpel. Ist relativ ähnlich auch, wie wir es schon von der Aussagenlogik gewohnt sind. Wir sagen einfach, bitte keine Implikation, also sowas wäre nicht Negationsnormalform, sondern wir wollen das Ganze als und oder darstellen, denn damit können wir besser arbeiten. Also das kennen wir ja schon, keine Implikation, sondern nur und oder. Und wir sagen, jedes not, also sowas hier, ist auch nicht erlaubt, weil das not nicht vor einer atomaren Teilformel steht. Jetzt, was ist eine atomare Teilformel? Ganz einfach. Vor einem Eilquantor ist nicht gut, aber vor sowas hier, weil x ist ein atomarer Teil, da geht es nicht tiefer rein, das ist okay. Vor einer Funktion oder einem Prädikatensymbol, das ist nicht so cool. Allerdings ist es okay, wenn ich sage not y, das ist wiederum eine atomare Teilformel. Also sozusagen, wenn ich nichts Kleineres finde, dann bin ich atomar. Hier haben wir auch noch dieses Q von Y und X innerhalb von diesem P drin. Das ist auch nicht gut. Aber wenn ich das Ganze dann umforme und sage, ups, und sage not X oder in dem Fall, ich bin jetzt aber gerade zu voll dazu, not Y hier rein, dann wäre das okay. Also immer so eng oder so tief wie möglich dann rein. Das ist dann Negationsnormalform. Natürlich, wenn kein Not drin vorkommt und keine Implikation, ist es auch Negationsnormalform. Also so wie das jetzt dasteht, ist das Ganze Negationsnormalform. So. Und der zweite Teil, den ich mit euch besprechen möchte, ist die bereinigte Negationsnormalform. Das wird jetzt langsam relativ lange. Ich schreibe das trotzdem mal hier vorne dran. Bereinigte Negationsnormalform bedeutet Folgendes: Die Schnittmenge, Achtung, das schreibe ich jetzt mal auf, die Schnittmenge von den freien Variablen und den gebundenen Variablen, also so bezeichnet man die gebundenen Variablen, ist quasi genau das Gegenteil von den freien Variablen. Die Variablen, die halt hier durch die Quantoren gefunden wurden, sind die gebundenen Variablen. Also sagt man hier, x ist in den gebundenen Variablen und in den freien Variablen ist y drin. Wenn die Schnittmenge der freien und gebundenen Variablen die leere Menge ergibt, also nichts, also einfach keine gefunden wurden. Das bedeutet, mein Eilquantor hat ja einen Scope, der geht bis hier hinten. Das hatten wir jetzt schon 100.000 Mal. Und wenn ich jetzt hier hinten noch ein x stehen habe, dann wissen wir ja, dass dieses x hier vorne sich nur auf den Teil hier bezieht und dieses x hier hinten anderes ist. Sprich, es ist in den freien Variablen und es ist in den gebundenen Variablen drin. Und dann ist es nicht in bereinigter Negationsnormalform, nur in der normalen Negationsnormalform, wie wir es gerade hier haben. Die bereinigte Negationsnormalform zwingt dieses x sich anders zu nennen, also zum Beispiel z, weil es ist ja tatsächlich was anderes dann. Und so wäre das Ganze jetzt bereinigte Negationsnormalform. Okay? Also nicht allzu schwer. Die freien und die gebundenen Variablen dürfen sich nicht überschneiden. Das ist für euch relativ angenehm. Wie gesagt, das war die arschige Prof-Aufgabe, die dann einfach rausfällt. Ziemlich cool. Und ja, wir haben hier keine Implikation drin und wir haben kein Not vor irgendeinem Teil, der nicht wirklich kleiner geht. Also vor den einzelnen Variablen hier beziehungsweise Konstanten dürfen wir Not haben, ansonsten nicht. Das ist die bereinigte Negationsnormalform. So, in dem Fall wäre ich für heute schon fertig. Nächstes Mal geht es dann wirklich weiter und zwar mit der pränächsten Normalform. Und die ist auch ein bisschen komplizierter. Dazu braucht ihr auch die hier. Wobei eigentlich ist sie nicht komplizierter. Aber egal. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis dann. Ciao, ciao.